Damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier aus der Babybehausung in Ark Survival Evolved und wir sind wieder vollzählig. Der Matze ist da. Servus. Jo, hallo. Der Anubis. Moin moin. Der Xa. Hey. Und die Danu. Hi. Und wir werden gleich alle Papa und Mama und weiß nicht. Denn da ist ein Riesenei und wir warten auf das Pronto-Baby. Müsste eigentlich genau. Relativ bald kommen, ne? Ja. Klein bisschen dauert es noch, aber... Kleiner Strich, so ein Mini-Strich ist es noch. Schön. Ja, und daneben liegt ein Quetzalei. Das dauert aber noch länger. Ja, und da hinten steht noch eine schwangere Melusine. Wir haben noch ein Kroko-Ei, das kommt auch noch. Ich mache gerade mal ein paar Fotos hier. So. Kroko-Ei, das kommt eigentlich auch noch dran. Wollen wir das auch noch raustun? Oder haben wir nicht genug Fleisch? Das schlüpft sofort. Aber nicht genug Fleisch, müssen wir vielleicht auch noch holen. Mhm, im Kühlschrank liegt ein bisschen Fleisch, aber man könnte ja auch noch ein bisschen nachholen. Ja, ich habe einen ganzen Druck oben voll. Das könnt ihr nehmen, ne? Ja, dann könntest du das ja schon mal runterbringen gleich. Ach, ich bin nee, jetzt will ich auch erstmal gucken. Nee, ach, jetzt erstmal gucken, klar. Und dann können wir den Kroko noch schlüpfen lassen. Und dann haben wir endlich mal wieder eine Babyfolge. Ich freue mich echt auf das Pronto-Baby. Dann brauchen wir aber fast einen dritten Trog. Wieso? Weil ein Trog Bären nicht für Pronto und Dödi auf einmal reicht. Ach so, der Matze hat da hinten noch seinen Dödi. Eben. Der macht noch seine Dödi-Zucht weiter. Der will ja immer noch den... Was willst du eigentlich für einen? Den blauen mit weißem Bauch? Nee. Den blauen mit grauem Bauch? Nee, ich will einen schönen. Ach, schön. Einen schönen, ja. Haben Sie den Dödi auch in schön? Genau. Nee, irgendeine schöne Kombi aus grau, weiß und blau. Mal gucken, was passiert. Ja. Also, der Papa war jetzt ein Weißer mit weißen Hörnern und grauem Bauch. Ich pack mal das QRT-Ei kurz ein, damit das nicht im Weg liegt. Brauche ich einfach mal ein Weibchen. Müsste jetzt echt sekündlich rauskommen. Also eigentlich ist der Balken schon weg, ne? Insofern. Komm schon! Komm schon! Wahrscheinlich größer als. Oh nee, oh, Zwillinge! Ja, dann können wir jetzt wirklich einen dritten Trog bauen. Hat wer Bären? Ja, ich mach schon. Okay. Ich hab's erst. Kann man einen zweiten annehmen? Ja, schnell weg, ich komm nicht hin. Man muss Babys ja einen Klaps auf den Hintern geben, wenn sie geboren werden. Oh, ist das süß mit dem kurzen Schwanz? Die sind richtig niedlich. Gott, sind die putzig. Da ist Dreser mal. Achso, nee, geht ja noch nicht, gell? Die haben noch zu wenig Bären, oder? Doch, doch, geht. Die sind so furchtbar dick. Gott, sind die süß. Oh ja. Wollen sie aber irgendwie nicht bewegen. Ja, du bist noch zu nah, glaube ich, oder? Ich bin zum Tor ausgerannt. Ja. Ja, dann müssen wir warten, bis ein paar Bären mehr haben. Ja. Noch, ist ja ganz frisch geschlüpft. Da können sie sich ja noch nicht bewegen hier. Geht mal ein bisschen nach. Pronto-Zwillinge, was haben wir denn für ein Level? 163. Ja, ist jetzt nicht so toll geworden, schade. Aber schöne Farbe haben sie. Glaube ich, einen Großteil vom Vater abbekommen. Ja. Der war nämlich so rot. Was war der Nessie Vater? Ist eher grün. 112 oder sowas. 112, ja. Genau, und Nessie war 120. Genau. Ja, also wir haben, der Xar war sehr fleißig, als er einen 112er männlichen gefunden hat. Hat dann gleich mal eingepackt, sozusagen. Genau. Hättest du auch. Ja, vermutlich. Bewegung. Kommt, dreht sich um, dreht sich um. Noch so ein bisschen hakelt. Oh, ist das süß. Reicht schon. Deswegen war das Ei auch so groß. Oh, ist das süß. Bisschen niedlich. Ups. Gott, oh Gott, die haben sie echt toll gemacht. Vor allem, weil der Schwanz halt nur so kurz ist und so. Das passt so. Die Proportionen stimmen noch nicht. Der Baum, der Körper ist viel zu rund. Riesenkopf im Vergleich zu den Erwachsenen. Oh, ja. Also so. Pronto-Babys. Sehr so, stark. Jetzt haben wir die auch endlich mal. Ja, die haben uns doch echt gefehlt. Die haben uns noch gefehlt, ja. Foto-Shooting. Genau. Ja, das habe ich schon hinter mir. Kommt, Jungs, gucken. Ja, sehr cool. Die muss man nur rechtzeitig hier rausholen, oder? Sonst können wir das Dach aufmachen. Ja, da hast du wohl recht, ja. Jetzt habe ich da so einen Koja-Kopf im Bild gehabt. Mann. Hallo. Oh, Mann. Oh, Mann. Voll Profis. Herzlich willkommen in der Behindertenwerkstatt. Oh, Mann.
Warte, warte, stillhalten, lächeln. Mann, nun lächel doch mal. Oh Mann. Wenn Männer zu Babys werden. Moment. Ja, das kommt am Ende des Lebens auch hier, wieder. Ich lächle mal. Warte, das machen wir gleich nochmal. Warte. Ja, warte, ich komme ein bisschen näher, noch ein Stück näher. So. Ja, hab ich. Das ist echt grausig, du. Au! So, ist jetzt gut hier. Danke, Matze. Ah ja, irgendwann muss man nochmal durchgreifen. Oh Gott, Lachen ist noch schlimmer. Hey! Okay, was sollen die... Hey, was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du standest da. Ach so. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt haben wir da ein Problem. Jetzt sind es tatsächlich zwei Prontos. Wie macht man das mit der Betreuung? Ja, also ich könnte hier bleiben und ein bisschen aufpassen. Weiblich und... sind doch noch beides Weibchen. Ja, ist doch bei Zwillingen immer gleich alles. Nein. Nö. Nicht? Zwingen. Nein. Also nicht bei echten Zwillingen, aber ich dachte hier im Spiel... Nein, das Geschlecht kann unterschiedlich sein, ja, mittlerweile. Ich dachte hier im Spiel wäre... Anubis? Alles. Ja. Da fällt mir ein, ich habe da was für dich. Mhm. Herrlich. Was? Was gibt's denn Schönes? Metall. Achso, ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, die Melusine braucht noch ein bisschen. Braucht noch, ja. Braucht noch und das Koko, das ich glaube, wenn wir jetzt Zwillinge haben, fangen wir jetzt nicht mit dem Koko an, oder? Das ist... Wobei ein Koko ja Fleisch frisst, das wäre ja dann nicht so. Ja, aber so wir schlimm. Müssen trotzdem Trog hinstellen, das reicht schon. Ja, das Platz kann man ja nachher noch machen. Ich meine, ja, müssen wir noch fressen sie ja nicht aus dem Trog. Frage ist auch, wofür brauchen wir vier Prontos, ne? Ich nehme einen. Achso, Eier haben wir vom Pronto, glaube ich, noch nicht so viele. Was, nö, was nicht wirklich. Wofür sind die nochmal? Das sind für Stabilizer und Tiger. Achso, haben wir aber eigentlich, ja. Aber ich würde mir den Pronto gerne noch vor die Tür stellen. Also ich meine, die sind einfach wunderhübsch. Das, ja. Das, also die kann man jetzt nicht... Außerdem ja, nee, haben wir jetzt Platz zum gemacht, also Brust... wir hätten schon Platz zum Hinstellen. Ja. Ich wollte ja mal aus Brust einen zähmen, aber das... Also, ja, das geht nicht. Ich kann also nicht vergiss es. Nee. Wenn sie ausgewachsen sind, vielleicht, aber... Also ich kann! Wer denn? Anubis, pack die Waffe weg. Links. Du. Ganz schnell Geschichte. Das warst du mal in unserem... Ist ja gut. So. Der Onkel da ist böse. Dieser verschlafene Blick, oder? Ja. Au! Ein Traum. So. Au! Wir wollen noch ein bisschen was machen. Ich denke mal, den Krokus machen wir dann doch mal anders. Wir brauchen ja auch noch für andere Folgen Stöffchen. Kannst du mal von meinem Vogel runterkommen, nee, Sarah? Das gibt's ja nicht. Darum war das Ei so groß, ja. Wir wollten nur umpacken, dass ich die Prontos hier rauskriege. Immer ganz kurz gemutet. Ihr wisst schon, meine Allergie. Ich brauch's ja eigentlich nicht mehr erwähnen. Moment. Endlich die zwei. Willst du es da herstellen? Wenn ich mich mute, heißt das nicht, dass ihr schweigen müsst, ne? Nein, nein, wir haben da nur... Ja doch, wir haben gespannt gelauscht, ob da nicht vielleicht doch was zu hören ist. Ob Röt irgendwie durchkommt. Ja, genau. Mussten mal meine Nase etwas putzen. So, wir haben jetzt noch ein Vorhaben. Ja. Und das haben wir im Stream angefangen. Ihr werdet es erahnen. Das ist die schöne, bildhübsche Burg. Da ist noch nicht so viel bildhübsch, muss ich sagen. Da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben und ein bisschen dran arbeiten. Okay. Naja, wir haben ja vorher schon ein bisschen platt geschaffen. Ja, genau. Der mit den Xa, Eltern von unseren zwei Babys. Der Xa ist einmal rund, aber ehrlich, das könnt ihr gerade wieder machen, weil die sind alle nachgewachsen, die Büsche. Schon? Ja. Oh mein. Das sieht wieder aus wie vorher. Hier ist alles wieder bebuscht. Voll gelungen, ja, aber jetzt haben die noch zu wenig, So. Also, die Burg. Wir haben uns ein paar Ideen gemacht. Der Anubis wird hergehen und tatsächlich mal so eine Drawbridge bauen. Also ein Falltor, oder wie nennt man das am besten? Ja, Zugbrücke. Zugbrücke. Danke, das Wort habe ich gesucht. Zugbrücke. Ich habe gerade Lag. Hatte ich auch gerade. Und das werden wir als Eingang nutzen. Die Dano wird sich... Probier mich an der Mauer. An der Mauer, die ringsherum gezogen wird. Ja, und wenn der Matze noch ein bisschen mitmachen kann und... will, dann kann er zustoßen. Wenn ihr Babys behüten müsst, dann ist das natürlich auch legitim, ne? Ja, das reicht ja, wenn da einer ist. Ja, wie du magst, du kannst gerne rüberkommen oder ihr wechselt euch dann ab oder ganz egal. Genau.
So, ich brauche jetzt noch mal ein paar Foundations. Es wird so sein, dass wir da oben die Industrieforge vom Anubis unterbringen wollen. Das heißt, wir brauchen noch entsprechend Platz. Ja, der Streber hat den nicht gebaut. Mit der Drawbridge haben wir, wie gesagt, eine Idee. Was wir noch brauchen, sind Türme. Die werden wir auch noch bauen. Und dann fliege ich mal hoch. Dann kann ich mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns das hier vorstellen. Also die Drawbridge kommt dahin, wo der Anubis jetzt ungefähr steht. Ja, schön in die Mitte. Dann passt das. Die Türme machen wir außen hin. Da muss ich gleich noch ein bisschen erweitern. Dafür baue ich jetzt noch Foundations. Hier außen kommt ein Turm hin. Wird größer als der Turm bei mir. Also diese 1x1 Türme mache ich nicht. Hier wären es 2x2, denke ich. Ebenso ein Turm an die andere Seite nach außen. Hier muss ich noch verlängern in die Richtung. Da kommen noch 3x3 Foundations dran. Dann haben wir hier einen Innenhof, den werden wir abstufen mit ein paar Treppen. Und damit den Raum, wo hier die Forge steht, mit dem Raum da drüben, wo die Lager, wo das Lager ist, verbinden. Und hier vorne wird ein großer Eingangssaal sein, wo dann rechts und links, zumindest so in meiner Vorstellung, Treppen hochgehen auf so ein Podest, mehr oder weniger einen zweiten Stock hoch und so. Müssen wir mal gucken, dass das so feudal wird. Ne? Klar, ist das Absicht, sorry. Was? Das ist Absicht, was du da tust. Ja, ich will dich herausstellen, weil... Okay. Ich das nicht? Warum habe ich hier keinen Snap-Point? Bei entsprechender Größe kriegen wir die ja, glaube ich, nicht mehr zum Tor raus. Das ist richtig. Wenn die erstmal gewachsen sind, dann hast du ein Problem. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Foundations wir noch brauchen. Was ist mit dem Tor, Anubis? Ich habe keinen Snap-Point. Nö, das snappt auch nicht. Das ist frei platzierbar auf den Foundations. Nee, es ist rot. Es ist komplett rot. Ups. Muss man das... Steht da irgendwas bei, dass man es auf irgendeinem anderen Grund platzieren muss? Also was ist, wenn es auf nicht auf Foundation, sondern auf Erde platzieren würdest? Ist es dann auch rot? Ja, auch rot. Sagt es irgendwas, warum du es nicht platzieren kannst? Obstructed oder can't place a drawbridge, no snap point. Vielleicht funktioniert das nur mit den großen Teilen. Ach, dass die als snap point fungieren. Warte mal. Die haben wir auch große Foundations, gibt's die? Okay. Ja. Ich geh mal kurz gucken. War das bei der Rounded Wall Mod oder war das bei der Gate Mod? Gate Mod. Müsste Gate Mod sein. Da waren die großen Teile. Okay. Aha. Sehe ich jetzt nicht. Danu, was soll ich tun? Du kannst das Wände schnappen, dann draufsetzen. Bei Reihe. Nein, ich baue gleich weiter, dann kannst du es immer draufsetzen. Dafür noch so einen Rahmen bauen. Gibt nur große Wände, keine großen Foundations. Also insofern dürfte es eigentlich keinen. Ich überlege nur gerade, ob ich noch ein bisschen nach außen gehe mit der Mauer. Muss man das in so ein Gateway reinbauen? Wie in ein Gateway? Ja, das also die Drawbridge ist das Tor selbst. Hast du jetzt das gebaut? Das ist so wie das Innenleben der Tür, wenn du so willst. Die, ja, das ist die Tür, auf. Das Türblatt. Ja, dann habe ich einen Fehler, glaube ich, gefunden. Ja, du musst erst das passende Gateway zu. Ach so, und da weißt du jetzt in welche Größe, wa? Ja, ich guck mal, ich such mal. Eine Foundation hättest du schon, um was draufzusetzen. Foundation, so. Dann muss ich jetzt ein bisschen bauen, so blöd es ist, aber nehmen wir auch mal an. So. Kannst wieder, Matze? Ja, ich sehe es. Ich war nur gerade dran, was zu trinken. Achso. Kannst du mir da zweite Reihe drauf bauen? Dann wollen wir noch mal schauen, dass wir mal eine Burg aus dem Boden stampfen. Im Stream sind wir ja zugegeben nicht so arg weit gekommen. Das Ding ist, dass wir halt irrsinnig viel Materialien brauchen. Ja. Und das mussten wir halt auch erstmal beisammen schaffen. So. Denk mal, dann habe ich jetzt genug. Ja, diese ganzen Steinkonstruktionen verschlingen verdammt viel. Unglaublich. Man denkt immer, ach naja, ist ja nur Stein, aber boah. Da wir hier auf unserem Server das nicht hochgesetzt haben, die Farmraten, ist es durchaus müßig. Stellt sich einem die Frage, wo baut man das Ding rein? Ich sehe da nichts. Probier's mal mit einem kleinen Dino-Gate erstmal. Mit den normalen Dino-Gates oder mit denen aus der Mod, definitiv. Aber die Frage ist, du hast es doch jetzt schon gesehen, in Rot zwar nur, aber du hast es gesehen. Dann ja, eine Foundation breit ist das Ding.
Eine Foundation, ja, dann nimm die normale, Moment, das kann ich dir sagen. Die schimpft sich. Was? Das ist die Small? Ja, müsste die Small sein. Sekunde, ich will gerade mal gucken. Setz mal vorsichtig da big, big, drauf. Low ist es nicht. Oh, falsch rum. Small, genau. Small Dinosaur Gateway ist das. Ja, dann nehme ich die mal. Noch mal neu. Das ist halt aus Stein, glaube ich. Gibt es das auch aus Stein? Die ist aus Stein, ja, ja. Wegmachen? Ja. Die Foundation auch weg, ja. Wenn es das nicht ist, ist es ja nicht teuer. Also. Aber ich meine, das müsste es dann sein. Wenn es 1 breit ist, müsste das sein. Small Stone Dinosaurier Gateway. Stein. 1, 2, 3 mal 4, okay. Doof, wenn man da echt nicht sieht am Boden. 1, 2, 3, 4. Dann so, 1. Ja, so wird es passen. Das sieht doch besser aus, ja. Doch genau die richtige Menge ich glaub, gebaut. Ich glaube, ich sollte um die Kurve. Jetzt solltest du mal um die Kurve, Daniel, ja. Sonst fliege ich da runter. So. Ist der Eingangsbereich breit genug oder machen wir den noch eins breiter hier vorne? Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Nicht glockern, sondern glätzen, ja? Nicht glockern, sondern glätzen, heißt es doch immer. Ja, ja, natürlich, ja. Mhm. Aber die snappen falsch rum, die... Musst du umdrehen mit E. Habe ich ja gerade schon. Hab ja, ich gemacht, das ist wurscht. Dann setze ich sie wahrscheinlich in die verkehrte Richtung. Das heißt, du wirst das jedes Mal umdrehen müssen. 1, 2, 3. Nee, ich habe es ja umgedreht 5. Und es hat trotzdem falsch rumgesnappt. Ach so. Ja. Passiert manchmal, dass es ich dann anders anzeigt, als es setzt. Mal hier auf jeden Fall noch dran. Sonst ist es ja nicht symmetrisch, um Gottes Willen. Dann brauche ich nochmal 6 Foundations. Geht das wieder los? Symmetrie! Ja, was hast du erwartet, Anubis? Das solltest du doch gewohnt sein. Bevor du in diesen Tribe gekommen bist. Wir hätten diesen Tribe nicht Niveau, sondern Symmetrie nennen sollen. Oh ne. Ich weiß jetzt schon, wie der nächste Tribe heißt. Symmetrie. Symmetrie. So, Foundation. Und dann macht der Matze einen Protest-Tribe und den nennt er Antisymmetrie. Genau. Da brauche ich gar keinen Tribe für aufzumachen. Das habe ich schon. Dass das gerade wird. Ist nicht so, schön gerade. Weiß nicht, jetzt habe ich glaube eine zu viel, aber egal. So. Ja, kann man gleich clear machen, dann haben wir 6 Stück, habe ich gesagt, gell? Ja. Die noch, dann passt's. So, und dann bin ich mal gespannt, wie wir das mit den Türmen hinkriegen. Ah, das passt. Ah, brüll doch nicht so. Sieht das gut aus soweit? Ja. Mal schauen, ja, glaube, Moment. Sieht symmetrisch aus, ja, also mein da. Kriterium. Oh, als wäre das das Kriterium. Ja. Oh. Wie geht's unseren Babys? Da war ja was. Wunderbar. Wachsen und gedeihen. Oh ja. Ja, bitte. Das hast du falsch rumgesetzt. Das hätte nach außen gemusst. Glaube ich, oder? Wie geht das jetzt auf? Mal auf? Doch. Ach du Kacke, ist das geil. Ja, ja, aber guck dir mal die Abmessung bitte von dem Gateway an und guck dir mal die Abmessung von dem Tor an. Mach mal zu. Oh. Das gewollt. Es kann sein, dass das gewollt ist, so nach dem Motto, es soll halt ja auch was überbrücken. Also es soll ja eine Brücke sein. Den sie? Ich weiß nicht. Jetzt muss noch eine Treppe hier davor dran snappen. Ja. Warte mal, lass das mal offen. Gerade bitte. Warte, jetzt muss ich auch schauen können. Da steht mal irgendwas im Weg. Das ist großartig, dieser feierliche Moment, wenn es zugeht. Das. Das hab sie da gebaut. So. Gibt's das überhaupt? Also das Format, was es hat, gibt's nicht. Nicht, dass ich wüsste. Wenn man mit Katapult spielen, mach mal zu. Warte. Nee, die Physik stimmt hier leider nicht an der Stelle. Macht mal bitte wieder runter. Und unten lassen. Es ist möglich, dass da vorne jetzt eine Foundation setzen muss.
Ja, bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Latten sind's. Das heißt, bis zur vierten Latte, da ist die Hälfte. Bitte nicht durchlaufen jetzt gerade, das ist ein bisschen tricky. Lassen wir die mal ihre Probleme lösen, Danu, gell? Ja, wir gehen jetzt da weiterbauen. So. So. So, ja. Also gut aussehen, steht ja schon mal, was du da gemacht hast. Passend tut's auch. Geht der Weg weiter. Könnte man tun, ne? Könnte man so lassen, ja. Da ist er rüber. Moment. Wenn jetzt die Treppen noch richtig dran snappen würden, dann wäre das richtig cool. Dann wollen wir das nur eine hoch oder zwei hoch machen? Im Endeffekt wollen wir es natürlich zwei hoch, aber jetzt erstmal eine, weil Wände werden die oben auch gleich brauchen. Herrgott, noch eins, das ist... Ah, von oben baut man die... Oh, Mann! Jetzt einmal eine, damit wir sehen, so, ob es scheiße ausschaut oder nicht. Ganz zufrieden bin ich noch nicht mit der Wand. Aber dann hat Kuya wieder was zu meckern, wenn ich irgendwas abreiß. Mach mal hoch. Ist jetzt nicht ganz jetzt klar, eventuell also, hier eine ganz gedreht ist, dann wird bisschen man sagen, das ist schief, aber ich glaube, das sieht man nicht. Dann mach mal runter. Also wieder, das mit dem Gateway, das passt mir ja nun irgendwie gar nicht, ne? Muss ich ja mal ehrlich gestehen. Es sieht jetzt nicht so prall aus, vor allem frage ich mich, wie das... Ich brauche vielleicht noch mal ein anderes. Kannst du auch noch ein anderes Tor probieren? Kann ich das wieder aufpicken hier? Warte mal. Ja, müsste gehen, das Tor müsste... Ja. Aus dem Mund sollte alles zum Aufheben sein. Ja. Insofern kannst du probieren, aber ich lasse das mal stehen hier, den Sockel da. Ja, der ist ja richtig. Der kann ja so bleiben. Theoretisch ist der richtig. Ich gehe mal ganz ein kurz. Bisschen tief, aber passt. Bait and shave, but got left, ja? So, ich hab als Durst und Hunger. Ich bin gleich wieder da, Matze. Ja, mir ist es auch fast passiert. Also, das war jetzt das Small. So, dann brauchen wir jetzt die NC-Teile, aber ich finde es prinzipiell cool, klar, es sieht jetzt scheiße aus irgendwie. Warte mal, bevor du jetzt Rahmen da den vom Rahmen daran baust, nicht, dass wir da... Ich baue da gar nichts dran, ich mache jetzt erstmal Foundations noch und dann baue ich ein bisschen Turm, also ich bin ganz weit weg vom Tor. Irgendwas steht mir da dauernd im Weg, so. So, mal gucken. So, hier habe ich jetzt NC-Teile, damit werden wir hoffentlich hier vorne noch zur Rande kommen. Yes, das ist gut. Du wischst hier mal gerade feucht durch. Ja, mich stören diese Büsche sonst. So, ich sehe ja so schon nichts. Ach, das. Bottle. War doch völlig falsch. Moment, was ist denn hier? Moment, jetzt. Irgendwas ist hier nicht symmetrisch, oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Moment, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dann nur, was wir auch später machen könnten, ist was hier denn so Treppen hochbauen, eins, mal so zwei, zumindest vier Stück vier, einmal um den Berg rum. Ich glaube, ich kann nicht gerade auszählen hier. Furchtbar, weg mit dem Zeug. Fakt, von jeder Richtung aufs Plateau kommt. Holz ist unten in Schränken in Massen. Ja, ich guck gerade. So, verdammt. So, dann bauen wir jetzt ein paar Rounded Walls, die brauchen wir ja auch. Kann einer mal in der Uhr drehen? Jo, mach ich mal rein. Das ist ein Schatz. Mir im Halse stecken. So. Eppen das. Dankeschön. Wie immer habt. Endlich hell. So, müssen wir mal gucken, wie wir hier arbeiten können. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie probiert, größere Türme zu bauen. Wäre dann mehr oder weniger so. Dann hatte ich doch noch normale Foundations. Genau, da haben wir noch eine normale. Wäre dann so. Und dann. Also, wir probieren es mal mit B. Haben wir ein Problem. Wäre? Foundation hier ist obstructed. Ne, rounded. Sonst könnte ich ja eine NC setzen. Ding. Hier auch. Also das Vorhabenturm geht da nicht. Das müsste ich eins weiter nach innen bauen.
Eise. Ernst? Ja. Ich bin gleich wieder damals sein. Yay. Ah, das ist doof. Okay. Du könntest einen Plumps-Counter für mich machen. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Klingt gut. Da, wie ist die Lage bei dir? Alles super. Alles super. Ihr Konto ist wachsen und die Medizine brütet. Ja, wenn du Abwechslung brauchst, sag Bescheid, dann können wir auch tauschen. Jo, passt schon. Matze will damit sagen, bei mir ist ihm zu langweilig. Nee, aber wenn die Melusine schlüpfen lässt, also, ne? Ja, dein Baby. Das will ich sehen, da will ich dabei sein. Da sind wir bei. Das ist prima. Der Zwillingstag ist, kommen dann drei raus. Drei Eisenrunds. Drei Eisenrunds. Nee, das ist ja schlecht. Die können die heißen ja nicht zwangsläufig Eisenrund, wenn sie es nicht sind. Oh, da muss ich mir jetzt gar schon wieder über das Thema Namen Gedanken machen. Solltest du, ja. Du bist ja bald schon wieder Papa. Ich nicht. Ich hab da nicht gezeugt. Vielleicht wird die nächste dann einfach weißen Bund. Halt, ich brauch das Dickerchen kurz. Ja, wofür? Um mir die Foundations rauszunehmen. Ach so. Oh, halt. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, um die Büsche wegzumachen, was ich gerade tue. Nein, das ist ja super, dass du das machst. Die brauchen wir. Boah, pff. Da haben wir jetzt die. Eine normale Foundation. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Mann, ist das kompliziert. Ach man, ist auch schon wieder. Hier, abbrechen aus. Ach, egal. Warum will er da? War immer aus Versehen NC-Teile, muss ich zugeben. So. NC-Teile nochmal für die, weil auch immer wieder die Frage kommt, auch wenn wir es natürlich schon tausendmal gesagt haben, aber einige sehen ja nicht alle Folgen, verständlich. NC heißt No Collision und bedeutet halt so viel wie, es snappt eben auch an Stellen, wo die normalen Teile nicht snappen, weil irgendwas im Weg ist oder dergleichen. Okay, ja, aber dürfen um ungefähr 50% eben nicht passen. Wenn es mehr ist, dann geht's auch nicht. Dann wird es auch kritisch, ja. Aber sie machen schon vieles möglich, was ist eine sehr unscheinbare, aber verdammt effiziente Mod, ja. Ja. Danu? Ja. Weg oder nicht? Wir müssen jetzt einmal über unseren Weg reden, wie wir hier weiterbauen. Weil? Naja, du musst dich jetzt entscheiden, ob du hoch oder runter gehst mit der Mauer, was die Ebene angeht. Muss ich schauen, ich möchte auf jeden Fall... Warte, da oben ist ja schon das Plateau, oder? Eben, eigentlich muss man nämlich hier neben runter den engen Weg. Ja, wir müssen runter. Sonst kommen wir nicht drüben, da nicht dort an, wo wir hinwollen. Richtig. Wolltest du mich mit dem Trampel gerade hertrampeln? Nein. Okay. Okay, das ist schon mal das Falsche. Jetzt ist es wirklich so gewollt, auch wenn es irgendwie komisch aussieht. Aber ich fürchte, das ist exakt so gewollt wie... Ja, das ist das Breite. Das ist ja 2 oder 3 sogar breit. Ne, 3 war das, glaube ich. Ja. Oh, das sieht so komisch aus. Bist du sicher, dass das so gewollt ist? Ich denke nicht, dass das jetzt die finale Lösung ist, die sich vorgestellt haben. Aber es ist halt ja immer noch eine Entwicklung. Und ich schätze mal, mehr ist nicht momentan. Also fürchte ich. Bye. Und mich lacht's immer aus. Das ist schön. Ich zähle einfach mal ganz unverbindlich mit. Ja, mach ne. Du musst eh bald zu deinem Baby. Ach, ich Vollidiot, ich baue aber auch eine Krütze hier immer wieder. Na. Wir haben ja genug Stein. Ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich probiere mal. Gab wieder einige Facepalms wahrscheinlich jetzt in den Folgen. Warum? Naja, weil ich hier einfach schief und schepp und scheiße baue auf gut Deutsch. Ach so. So, die Left brauche ich jetzt nochmal. Zweimal. Normal.
normale Foundation brauche ich glaube nicht, oder doch brauche ich auch noch eine. Sag mal, diese Tore, die kriegen wir aber nicht in die normalen Gateways rein, ne? Hanno, du müsstest langsam mal eindrehen, gell? Ja, mache ich jetzt mit der nächsten. Oder geht das auch? Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal. Versuch macht klug, ne? Also eben. Insofern, ja. Gib ja die Fans von Dash. Nein, ich will dich hier. Oh, ich glaube. Brauche die andere. Brauche die drei. Right. Ja, die Left passt nicht rein. Dann brauchen wir die Right. Haben wir nicht genug Zeug. Okay, aber es wird. Das Ding dann heißt. Wenn der Grundriss erstmal steht, dann ist ja der Rest nur noch Wände aufstellen. Aber der Grundriss ist so das Schwierigste, dass das erstmal in sich stimmig ist. Oh ja. Und dann, wie gesagt, dann sind es wirklich nur noch Wände stellen am Ende. Deshalb dauert das am Anfang so. Dann, du müsstest hier gucken, dass du möglichst knapp an der Kante baust, damit der Durchgang maximal breit ist, ne? Mhm. Weil der wird ja ganz schön eng hier auf dem kurzen Stück. Ja. So. Du willst nur meinen Plumps-Counter erhöhen. Na klar. Ich sag nur, 3. Meinst du, bis heute, ich glaube, ich hab's dir noch nicht gesagt, du bist doof. Das hast du noch nie gesagt. Das hast du ja nicht zu mir gesagt. Nö, du meinst ja. Immerhin hab ich ja noch nicht nachgeholfen, dann, nur dass es 4 wird. Komm ja mal, Matze. Ey! So. Warte. Hier, vielleicht kommt da die Bauaufsicht kontrollieren. Mach doch gar nichts. Dann muss das aber. Mach gar nichts und werd verprügelt. Das ist ja unglaublich hier. Die Kröte hat es auch von da hinten nach hier vorne geschafft, jetzt endlich. Hier. So. Warte. Yo, 4. Jetzt hast du Nachkäufer. Mal so ist das okay. Jetzt bin ich fast überlegen, ob man hier auch so Rundungen macht oder hier drin. Das so. Danu, sei froh, dass ich es an der Stelle gemacht habe, wo du nicht so weit zu laufen hast. Stimmt allerdings. Also ich glaube, das könnte sogar besser aussehen. Und das sind wir jetzt wieder lieb? Da sagen wir bitte, dass ein Viech fast werfen mich. Die will mich loswerden. Sag schon. So, möchtest du etwa lieber mit dem Xa als mit mir? Nein. Bauen? So. Hast du es gehört, Xa? Sie will dich nicht. Ja. Es ist fürchterlich. Man kann es nur falsch machen. Ich suche einen anderen Fall. Normal sind es doch eigentlich. Ah, gucke. Schaffen einen so in die. Koja, gucke mal. So muss das aussehen. Was hast du für ein Tor genommen? Ah, perfekt, geil. Das normale. Wollen wir lunzen gehen? Das ist ja krass, weißt du, da machen die. Sehr gut. Wollen wir lunzen gehen? Nein, noch nicht. Da kann ich auch die Wände reinstellen. Ja, wobei, wir sind bei 33 Minuten. Ja, wir könnten es uns anschauen, könnten es. Aber du musst die Foundations hier nochmal setzen. Warte mal, ich baue mal eine Wand. Sekunde. So. Passt das noch von außen? Ah, nee, nicht so richtig, ne? Geh mal schon. Da haben wir jetzt das Problem. Rechts die, ja, rechts die wäre noch schlimmer. Die würde richtig ganz schön weit kommen. Weise, oder? Mal fleißig. Das sieht kacke aus. Das sieht richtig wir waren fleißig, aus. Ja. Das heißt, wir müssen das wirklich, wir können das nicht über eine breit machen, sondern wir müssen zwei haben. Über zwei breit, das heißt, ich muss im Endeffekt an der Symmetrie nochmal arbeiten. Richtig. Und ich muss also, das Gate nochmal bauen. Tor, aber die, ja, also, jetzt eine blöde Frage. Die haben ein extra Gate gemacht. Was in die, also, in die alten reinpasst. Ich finde das gut. Aber nein. Aber sie haben ein Doorframe gemacht, wo extra dafür, wo das nicht passt, oder? Nee, nicht extra dafür. Wir hatten nur gesagt, wir müssen eins aus der Mod nehmen. Aber es ist gar nicht nötig. Du nimmst einfach ein bestehendes. Das ist doch großartig. Das rein. Ja, also das. Wir müssen, das konntest du nicht aufpicken, oder was? Nein. Ach so, das ist ein altes. Ja, logisch. Okay. Ja, auch die normalen Gateways kannst du nicht aufpicken, die musst du zerstören. Das schild die. Also, neues Gateway bauen. Jungs, gehen wir nochmal nach dem Baby schauen und machen wir Schluss mit der Folge. Ja, können wir gleich machen, Sekunde. Oh Mann.
Ja, wir fliegen mal vor, Matze, oder? Ja, ich bin so aufgeregt. Ja, ja, deine, deine Kugel dürfte noch mal 10 Minuten oder so dauern. Oh, ja, dann werden wir das doch am Anfang der nächsten Folge sehen, oder? In einer der nächsten Folgen. Ja, wir können eigentlich noch mal gucken. Wir müssen ja auch mal wieder in die Höhle und so. Mal gucken. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt auch nicht zu viele Baufolgen machen. Ich wieder nur Gemecker. Nein! Dann freue ich mich halt alleine über meinen Nachwuchs. Na, wir werden ja auch noch das Kroko zeigen wollen, ne? Also es ist ja noch... Wir werden sehr viele Babyfolgen, glaube ich, noch haben. Zumal jetzt auch demnächst wieder der Bär kommt. Also nächstes Update. Und dann kommt der Bär rein und den wollen wir natürlich auch wieder zeigen. Oh, ich stelle mir das auch sehr süß vor, muss ich sagen. So kleine Bärchen. Rex-Eier rum. So. Oh, ein Herz und eine Seele, die zwei. Oh nee, Xa. Was? Wie hast du sie genannt? Dampfi und Mampfi. Oh. Baby Stampfi und Baby Mampfi. Aha. Wer hat Xa mit den Babys alleine gelassen? Ja, das waren wir alle. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich sie Wusch und Leck nenne. Was? Oh Mann. Naja, Wusch und Leck. Ja, wenn der Pronto zuschlägt, hast du meistens ein Leck, weil zu viele so, Bären aufgesammelt werden. So, jetzt okay, dann bin ich beruhigt. Mann, was die hier mal denken, ist ja schlimm. Und wer hat meinen Vogel geklaut? Ach nee, da steht er ja noch. So irritiert. Mann. Okay, machen wir uns kurz zum Babys, genau, und dann. Ah, herrlich. Mal wieder eindeutig, zweideutig. Ja, ja. Und wie viel können schon tragen? Oh, schon ganz ordentlich. Oh Mann, die brauchen wir noch eine ganze Weile, bis die 10% haben. Jupp. Da, du hattest heute nicht vor, schlafen zu gehen, oder? Jein. Es ist Wochenende. Achso, Koja bleibt auf, okay. Strukturen laden, bitte. Achso, die sind ja draußen. Die sind draußen, ja. Machen wir uns einfach so im Stundentakt. Also die erste Stunde, da kommt der, dann der nächste darf eine Stunde länger schlafen und so machen wir so. Was ist eigentlich mit Mama und Papa? Die sind, also, weißt du, statt dass die sich mal kümmern. Nee, ist nicht. Rabenfamilie. Oh, einfach toll. Ich gehe auf jeden Fall nachher nochmal Stampfieren, Mampfi. Na denn. Ja, die zwei sind richtig süß. Ein Traum. Okay, also mit diesen Bildern würden wir uns dann gerne verabschieden von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Mal gucken, was wir dann anstellen. Die Burg wird auf jeden Fall Thema bleiben, ganz klar. Da werden wir noch viele Folgen verbringen dürfen. Und wir werden auch ein bisschen im Offscreen wahrscheinlich bauen, weil sonst wird das einfach zu viel. Jo. Und dann die nächste Höhle. Da haben wir jetzt tatsächlich dank Anubis tapferem und erbittlichen Einsatz fast alles beisammen. Und werden dann auch die Sumpfhöhle sehr bald angehen können. Also, es bleibt spannend. Und das nächste Update, wie gesagt, kommt auch bald. Meine Herren. Kannst du da sein? Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich das alles packen soll. Ich bin mal froh, dass das Update nicht heute kommen ist. Nein. Jetzt so richtig rund in allen Ecken hier. Hoffentlich kommt es nicht, während die noch Babys sind. Und dann wird hoffentlich das mit dem Safe passen. Egal, das werden wir sehen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.